Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow Hearts from the New World. Wie ihr seht, ich bin schon mal vorgelaufen zu Alcatraz und dieser Typ da, das ist Warren. Und mit dem reden wir jetzt. Du bist Warren, ich habe nach dir gesucht. Was willst du? Nur mit dir rede. Ist dem so? Nun... Mir ist nicht gerade nach Reden zumute. Hey, hey, wir sind den ganzen Weg zu dir ins Gefängnis gekommen, nur um mit dir zu reden. Ich bin ein Krimineller und ich werde immer noch ein Krimineller sein, wenn ich in ein paar Jahren hier rauskomme. Es gibt keinen Grund für euch, mit mir involviert zu werden, versteht ihr? Bitte geht nach Hause. Nun, das scheint nicht zu funktionieren. Ja. Und wegen diesen Emo-Knackis sind wir jetzt extra nach Alcatraz hergelaufen. Allerdings für einen guten Grund, weil... Wir müssen jetzt wieder... raus aus Alcatraz. Das ist ja... Deswegen mag ich die Sidequest nicht so, zumindest diesen Teil, weil das ist so viel hin und her gerenne, das ist einfach nur... Morginet. Und ja. Und bis ich den Typen erstmal in den vorigen Aufnahmen gefunden habe, ich glaube, da war die Videozeit bei 20 Minuten pro Part und das war schon zu viel des Guten. Und ich bin ja auch mal gespannt, wie ich mich in der Aito-Höhle anstellen werde mit der Ninja-Sidequest. Ihr wisst ja, mit diesen drei Ninjas, die ich fangen darf. Einer, jeweils nochmal, einer mag Puppen und Verkleidungen. Einer mag... ist schüchtern und spielt Verstecken und einer interessiert sich sehr für Geologie. Genau, so war das. Moana! Ich muss mit dir reden. Moana Village. Da, mit euch. Zwei wieder. Was ist los? Ihr steht mitten im Weg rum. Und ich habe ein Sombrero auf und deswegen bin ich so cool und stylisch. Oh, wegen neulich. Hör zu, meine Mutter ist furchtbar. Sie sagte, sie würde den Brief für mich abschicken, wenn ich ihn schreibe. Aber nun nimmt sie ihn nicht für mich an. Du meinst, du hast gelernt zu schreiben? Ja, ich habe es sehr hart geübt. Das ist sehr beeindruckend. Alles klar. Wie wär's, wenn ich den Brief für dich abliefere? Wirklich, wirklich? Danke sehr, Mister. Und wir haben den Brief des Mädchens erhalten. Mister, bin ich wirklich so alt? Wegen Warren? Er ist in Ordnung. Ich habe ihn vorhin gesehen. Wirklich? Tut mir leid für die Umstände, die wir dir verursachen. Wir danken dir wirklich vom Herzen. Das einzige Problem ist, ob er diesen Brief akzeptiert oder nicht. Ja, das ist wieder die andere Sache. Ich meine, so herzerwärmend ist dieser Warren nicht wirklich. Not really one bit. Also geht's wieder zurück nach Alcatraz. Und in Alcatraz sehen wir wieder nach Warren. Jetzt seht ihr eigentlich auch den Weg, wie ich zu Warren komme. Und mein Gott, das habt ihr eigentlich auch auf dem Rückweg gesehen, wo ich war. Und zwar ist er ja in diesem zweiten Zellenblock da. Also nach der Tür, sprich, wo wir diesen Sicherheitsumschlag brauchten, um durch die Tür zu kommen. Naja. Wo ist Warren? 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 Wenn ich den Namen Warren höre, muss ich automatisch an die uralte Zeichentrickserie auf RTL, nicht RTL, Super RTL zurückdenken. Wer kennt noch das Monster aus Versehen? Es war damals eine geile Serie. Wenn ich heute sehe, was auf Super RTL, Kika und Konsorten läuft, da dreht es mir förmlich den Magen um.
Da kann ich sagen, Gott, war ich froh, dass das Fernsehen in meiner Kindheit so geil war. Mein damals gab's Mila, Sailor Moon, Konsorten, Cutie Honey. Ich zähle irgendwie ganze Mädchen-Animes auf. Naja, okay. Kickers. Das kennen viele schon gar nicht mehr. Was ich eigentlich schade finde. So, Warren. Red mit uns. Diesmal Tacheles. Hier schon wieder? Ja. Du hast einen Brief vor einer Weile in den Ozean geworfen. Verstehst du? Nun, ich habe eine Szene kopiert von einem Roman. Woher wisst ihr davon? Ich bin mir sicher, dass ihr nicht den Brief gefunden habt. Ich nicht, aber ich wurde damit vertraut, eine Antwort an denjenigen zu schicken, der den Brief geschrieben hat, und zwar von jemandem, der es aufgesammelt hat. Bitte, zeig ihn mir. Die Handschrift ist total unordentlich. Ein kleines Mädchen hat sie geschrieben. Sie hatte gerade erst gelernt, zu lesen und zu schreiben, damit sie dir antworten kann. Zu lesen gelernt? Warum macht sie diesen ganzen Aufwand nur? Vielleicht, weil sie glücklich war. Ist es nicht irgendwie romantisch, einen Brief zu finden, der vom Ozean getragen wurde? Ich habe ihn nur einfach so geschrieben. Ich habe sogar extra die Adresse verschmiert. Also habe ich niemals mit einer Antwort gerechnet. Aber irgendwie, dieses kleine Mädchen. Es gab sogar einen eiligen Briefträger, der den ganzen Weg hierher gekommen ist, zu deiner Zelle, um diesen Brief abzuliefern. Und das bin im Übrigen ich. Vielleicht hast du irgendwo in deinem Herzen gehofft, dass da eine Antwort rüberkommt. Hast du dem Mädchen von mir erzählt? Nein, ich habe nichts gesagt. Ich glaube auch nicht, dass ich derjenige bin, der es ihr sagen soll. Soll ich deine Antwort zu dem Mädchen rüberbringen? Nein, nein, danke schön. Ich bin zu aufgewühlt, um zu schreiben. Verhaftet zu werden war meine eigene Schuld. Ich sollte keine Briefe schreiben, damit andere Mitleid mit mir haben. Also werde ich... Verstehe. Ich habe trotz alledem einen Gefallen. Könntest du mir trotz alledem Gefallen für mich erledigen? Ich werde keine Antwort schreiben zu diesem Mädchen, bevor ich hier rauskomme. Also könntest du für mich bis zu diesem Zeitpunkt auf diesen Brief aufpassen? Ich habe nichts dagegen, aber willst du das wirklich? Ja, aber bitte, sag ihr, dass vielleicht ein bisschen Zeit braucht, aber ich verspreche, dass ich ihr zurückschreiben werde. Das Versprechen zwischen zwei Fremden symbolisiert bei diesen Brief des kleinen Mädchens hat sich in Ricardos Seele verbunden. Fühlt sich mit Ricardos Seele verbunden irgendwie, also Versprechen und so, ne? Und das Brief des Mädchens wurde zu einem Muse-Item. Und wie ihr wisst, Muse-Item, das heißt Ricardo kann neue Lieder spielen. Das heißt wiederum neue Techniken, die uns helfen können. Ich freue mich schon drauf. Lalalala. Ach ja. Das Leben ist so wunderbar. So. Dann gehen wir jetzt hier nach oben. Und dann geht's wieder raus aus Alcatraz. Dann denke ich, wir werden uns schon mal die Aito-Höhle anschauen, wenn wir das zeitlich noch schaffen. Wobei, ich glaube, das mache ich wiederum erst im nächsten Part, weil ich bin jetzt schon bei 10 Minuten und ich möchte noch eine klitzekleine Kleinigkeit erledigen. Weil ich das machen sollte. Es ist nützlich und so.
ne? Und zwar möchte ich nach New York. Und zwar in die Upper West Side again. So, und dann rede ich... Ich will schauen, ob ich die eine Sidequest auch schon machen kann. Das wird ja nicht viel Zeit in Anspruch nehmen. Oh, ich kann's machen. Cool. Ich möchte es irgendwie dem Meister geben, aber ich fange... Aber es fängt schon damit an, dass meine Ideen langsam ausgehen. Was murmelst du vor dich herum? Ah, Meister. Wann seid ihr hierher gekommen? Wow, hör auf mich anzuschreien. Ich bin gerade erst zurückgekommen. Weißt du, du fällst dich ein bisschen komisch. Nein, es ist nichts. Weißt du, ich könnte niemals etwas vor dir verbergen, richtig? Nun hörst du dich noch verdächtiger an als sonst. Entschuldigung? Ah, ich bin gerettet, nein. Ich meine, Meister, du hast einen Besucher. Ah, du verbirgst irgendwas. Ach, egal. Ja, wie kann ich dir helfen? Was ist los? Komm. Wir kriegen nicht so oft kleine Mädchen hier zu Besuch. Das noch so ganz alleine und so. Meine Katze ist verschwunden und ich möchte, dass du sie findest. Eine verschwundene Katze? Ja, wir haben auf ihn aufgepasst. Und zwar im Laden meines Vaters, aber er ist auf einmal verschwunden. Bitte, Mister, er ist mein bester Freund. Oh, schon wieder eine streunende Katze. Das könnte genau das sein, was ich brauche. Wenn der Meister geht und diesen Job alleine erledigt, dann könnte ich... Meister, wie traurig! Wirst du wirklich das Flehen dieses kleinen Mädchens in Trauer ignorieren? Hä? Was führst du dich denn so auf? Ich habe niemals erwähnt, dass ich das nicht machen würde. Das heißt, du akzeptierst, oder? Genau wie ich es von dir erwarte, Meister. Wirklich? Yay! Dankeschön, Mister! Ich habe auch nicht gesagt, dass ich das akzeptieren werde. Ach, egal. Zuerst muss ich mit deinem Vater reden. Wo kann ich ihn finden? Sein Shop ist im Times Square. Times Square, hä? Hört sich nach meinem nächsten Zielort an. Allerdings nicht in diesem Part, denn ich habe Pläne, ich habe Pläne, ich habe Pläne. Und Pläne. Weil ich habe ein Ringfragment und das möchte ich noch abgeben. Dann gehen wir erst zum Times Square. Oh Mann, ich frage, ob es wieder der Vater heute kommt. Ich wusste es. Ah, Johnny, richtig? Nun ja. Entschuldigung wegen neulich. Ich habe einige extreme Dinge zu dir gesagt. Hä? Oh, nun. Es ist kein Problem und so. Aber warum diese plötzliche Meinungsänderung? Wirklich? Oh, bin ich froh, das zu hören. Ich war ein bisschen beschwipst und außer Kontrolle gestern. Ich habe Aya nach dir gefragt. Was glaubst du, was sie gesagt hat? Sie sagte, Johnny ist überhaupt nicht mein Typ. Er ist so kindisch und unverlässlich, wie ein nerviger kleiner Bruder. Ich mag ältere Männer wie dich, Vater. Okay, Inzuchtalert. Also, es sieht so aus, als ob ich ein bisschen vom Thema abkam. ich verstehe. Ah, ich bin so erleichtert. Ich glaube, Aya hat doch einen guten Männergeschmack. Das heißt, ich kann nun wieder meiner eigenen Arbeit rangehen. Egal, ich gebe dir nun das. Also Kopf hoch. Attack Boost. Das wollte ich nur. Nun, sei nett zu Aya, okay? Ein nerviger, breiner, kleiner Bruder. Das bringt mich noch um. Und weg. Was geht hier vor? Aus irgendeinem Grund fühle ich mich so niedergeschlagen. Tja, Johnny, you got officially owned. Anyway, customize. Ich will den Ring customizen.
Die Hilda-Kombo habe ich ja schon soweit fertig. Das heißt, ich gebe den jetzt am besten. Na. Den kriegt vielleicht Ricardo. Wobei, nein. Ricardo kriegt den nicht, aber dafür könnten wir ihn den doch Nathan geben. Ja, Nathan kriegt den. Schade nichts. Und dann will ich noch meine Party ändern. Und zwar, wir haben... Ich will wieder Hilda dabei haben und ich möchte... Nathan dabei haben. Ja, und das war es eigentlich schon, was ich noch erledigen wollte. Ich werde natürlich auch noch die Sidequest machen. Zum Time Square müssen wir als nächstes. Das allerdings mache ich erst in der nächsten Folge. Denn es ist schon wieder ein bisschen spät und so. Und ich möchte nicht wieder so viel Parts so wieder in Überlänge gehen. Ich mache nur Überlänge, wenn es wirklich sein muss, weil ich hasse, während Cutscenes zu schneiden. Proceed? Ja. Spiel wurde gespeichert. Wunderbar. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erst einmal Schluss für heute. In der nächsten Folge gehen wir zum Times Square und suchen nach der entflohenen Katze des kleinen Mädchens. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Shadow Hearts from the New World. Ich bin Mahagon LP. Bis zur nächsten Folge. Macht's es gut!